Hey Leute und willkommen zu dem Video. Das ist mal ein kleines anderes Video, nämlich ein Infovideo. Denn wie ihr schon sehen könnt, ihr habt den Titel gelesen und ich meine, ihr könnt das jetzt vermutlich auch sehen. Ich habe eine neue Kamera und oh mein Gott, hat die eine gute Qualität. Das ist echt Wahnsinn. Also ich habe einen neuen Camcorder, habe es jetzt hier angeschlossen und der hat so eine gute Qualität. Das ist unglaublich. Also ich bin erst sehr zufrieden damit und ich denke mal, es wird die Qualität des Channels auch nochmal deutlich hochschrauben. Natürlich kann man auch hier wieder den Hintergrund rausnehmen, wie ich es beim Spielen ja immer sehr gern mache. Und zum Beispiel bin ich hier im Splatoon-Hintergrund drin. Es flackert hier zwar noch ein bisschen, also hier zum Beispiel. Das liegt nicht an der Kamera, sondern an der Ausleuchtung. Und der Raum, der ist noch nicht final, also dass es hier noch flackert. Es wird leider in den nächsten paar Wochen noch so sein. Mir fehlt einfach noch ein zweites Keylight, also eine zweite Softbox sozusagen. Die List macht, sobald ich die habe, sollte das ja auch der Vergangenheit angehören. Und dann habe ich wirklich ein komplett gutes Bild, aber das ist auf jeden Fall nochmal einen großen Schritt besser, wie ich finde. Und wir können das auch im Kleinen sehen, zum Beispiel hier, wenn ich jetzt in der Aufnahmeszene bin, und dann irgendwas hocke hier, so, I don't know. Tu mal einfach mal Sust for Fun, mal ein kleines Video abspielen, damit ihr mal seht, was ist meine. Nehmen wir noch gerne das 4-sekundige Video hier. Ja gut, aber das sieht das. Also Beispiel das hier. Und da seht ihr quasi auch am laufenden Gameplay in Anführungsstrichen, wie es eben aussehen würde. Wenn ich dann hier dazu einfach da sitze, laber, kommentiere und das finde ich doch eine coole Sache. Ne? Und da kann natürlich neben mir auch noch einen Freund setzen. Und das ohne Sache, die ich durchaus cool finde, wie ich es finde. Also ihr seht schon, viel Buhai, viel möglich und das ist eine Sache, die ich persönlich doch sehr cool finde. Machen wir Chroma Key mal wieder raus an der Stelle hier und tun auch die Aufnahme, die wir in Giftly gar nicht abgespielt wird, mal weg. Also ihr seht schon, eine coole Sache und ich wollte eigentlich den Chroma Key wieder reintun, aber egal. So, jetzt das letzte. Also. Ist doch ganz cool. Wie gesagt, mich würde mal sehen, was ihr so in euren Kamera haltet. Gerne mal ab in die Kommentare, ob ihr sie gut findet oder ob ihr sie nicht so gut findet. Und wie gesagt, ich finde die soweit erst gut. Und ja, ich wollte das einfach mal mitteilen, weil ich finde, so eine neue Kamera ist doch so eine wichtige Information, weil es doch ein großer Schritt in bessere Qualität einfach ist. Und auch so ist es mit der Kamera. Dennis Preis sind vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und ciao!